Hallo ihr Lieben, bei uns im Frankenland kommt langsam der Winter auf uns zu. Wir hatten jetzt schon einmal den ersten Frost gehabt und deswegen muss ich jetzt ziemlich schnell meine Feigen verarbeiten. Ihr seht die ja, normalerweise sind die außenrum dunkellila, also die sind dieses Jahr leider nicht reif geworden. Der Sommer war zum Schluss zu regnerisch und auch er war nicht warm genug für Feigen, aber deswegen müssen wir die aber nicht wegwerfen, sondern wir machen was ganz Leckeres draus, nämlich kantierte Feigen. Die verwende ich total gerne fürs Backen. Ich zeige die euch mal. Das sind die letzten vom letzten Herbst, also Spätsommer. So sehen die dann aus. Die halten sich auch wirklich super ein ganzes Jahr lang. Jetzt zeige ich euch die mal. Schaut mal. Die sind auch richtig schön saftig und weich. Zuerst werden unsere Feigen im kalten Wasser mal abgewaschen. Nach dem Waschen entferne ich bei meinen Feigen oben den Stielansatz. Und dann seht ihr das auch schon, da kommt so eine weiße Milch raus, wenn man da so ein bisschen drückt. Seht auch hier in meiner Schüssel schon drin. Und diese Milch ist bitter. Also das heißt, ihr könnt da mal gerne ranlecken, also es ist nicht giftig, aber die ist bitter. Und deswegen müssen wir unsere Feigen jetzt erstmal in ganz normalem Wasser ein paar Minuten kochen, dass diese bittere Milch aus unseren unreifen Früchten rauskocht. Unser nächster Schritt für unsere kantierten Feigen: Wir brauchen einen Topf mit ca. 2 Liter Wasser, einem Teelöffel Salz und das bringen wir jetzt zum Kochen und da drin kochen wir jetzt unsere Feigen, damit wir diese bittere Milch ein bisschen aus den Früchten rausbekommen und wir sie dann kantieren können. Ich habe jetzt meine Feigen in das kochende Wasser rein. Es fängt jetzt auch wieder das Kochen an und man sieht jetzt schon, seht ihr das, dass das Wasser so ein bisschen milchig trüb ist. Und das ist diese etwas bittere Milch, die wir jetzt aus unseren Feigen ein bisschen rausholen wollen durch dieses Kochen. Ich koche die Feigen jetzt so mal 5 bis 7 Minuten. Ihr müsst es ein bisschen ausprobieren. Das kommt immer ein wenig darauf an, wie reif die sind, was es für eine Sorte ist. Also die sollten jetzt nicht zu weich sein, also nicht so matschig. Aber sie sollten einfach auch noch so ein bisschen Biss haben, dass wir die, wenn wir sie denn kartiert haben, einfach auch noch ein bisschen Mundgefühl haben, wenn wir die essen. Die kann man nämlich auch sehr schön so essen als kleinen Snack. Jetzt kommt eigentlich ja das Kandieren von unseren vorgefertigten, also vorgekochten Feigen. Dazu brauchen wir Wasser, in dem müssen wir unseren Zucker auflösen. Bei mir kommt noch Zitronensaft dazu. Dann gibt es bei mir Zimtstangen und bei mir gibt es noch Lebkuchengewürz. Die genauen Angaben für unseren Sud zum Kandieren der Feigen schreibe ich euch natürlich ins Video. Und die ganze Sache jetzt hier, die lassen wir jetzt einmal schön aufkochen und dann wirklich mal 5 Minuten durchkochen. Ich habe jetzt meine Feigen einmal halbiert und habe sie schon mal gleich in den Topf gegeben. Und da kommt jetzt mein 5 Minuten aufgekochter Zuckergewürzesud oben drüber. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel obendrauf ein bisschen Teller legen, wenn ihr wollt, damit die Früchte ein bisschen schön runtergehen. Und dann Deckel drauf und an den kühlen Platz stellen. Also bietet sich jetzt im ja, fast Winter an, die einfach über Nacht mit dem Deckel rauszustellen. Ich habe jetzt meine Feigen alle aus dem Sud rausgecached. Die sind jetzt hier kurz in einem Sieb. Und den Sud erhitzen wir jetzt nochmal und lassen ihn ruhig nochmal 1 bis 2 Minuten schön aufkochen. Mein Sud hat jetzt
2 Minuten schön sprudelnd gekocht. Und jetzt kommen ganz einfach unsere Feigen wieder rein und werden die nächsten 24 Stunden durchziehen. Also diesen Vorgang müsst ihr insgesamt 4-mal machen. Und bei mir heute Topfen Nummer 2. Also ihr seht ja, ich habe dieses Jahr sehr viele Feigen. Und bevor ich die wegwerfe, weil sie noch nicht ganz reif sind, machen wir kandierte Früchte draus. Es ist ein bisschen Arbeit, aber ich schwöre euch, das Produkt ist so lecker, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt meine Feigen 4-mal mit heißem Sud, also kochendem Sud, übergossen, immer einen Tag ziehen lassen und heute habe ich sie abgeseiht. Und jetzt müssen die natürlich trocknen. Am allerbesten trocknen die auf einem Gitter mit einem Backpapier unten drunter. Und damit die auch beim Trocknen nicht so ankleben, am besten ein bisschen Puderzucker unten drunter machen. Und dann habt ihr nach 5 bis 6 Tagen, kommt so ein bisschen auf die Zimmertemperatur an, habt ihr wunderbare, super leckere, getrocknete Feigen. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen und viele liebe Grüße aus Franken. Tschüss!